unser Puschelhäschen benötigst du folgende Materialien: eine Schere, ein Wollknäuel, drei Deckel in verschiedenen Größen und ein Stück Pappkarton. Falte den Pappkarton einmal in der Mitte. Nimm dir einen Stift und den mittelgroßen Deckel und zeichne einmal drumherum für den Kopf des Häschens. Für den Bauch zeichnest du einmal um den großen Deckel. Nimm dir nun den kleinsten Deckel und zeichne noch einen Kreis in den Bauch. Nun fehlen nur noch die Ohren, die Füße und das Gesicht. Und schon ist unsere Vorlage fertig. Nimm dir nun eine Schere und schneide das Häschen aus. Schneide auch den Kreis in der Mitte aus. Jetzt fädeln wir die Wolle um den Kreis herum. Das machst du so lang, bis du nicht mehr weiterkommst. Dann schneiden wir die Wolle ringsherum auf und befestigen alles mit einem Stück Wolle. Und fertig ist unser Puschelhäschen für Ostern.